weiter nichts ausschauen, was nur so dumm und ungereicht. Ich hab so sehr von dir geträumt. Sagen Sie, kann ich kurz hier abhören? Nein, es ist leider außer Acht. Und das ist schlecht. Die Rechnung, selbstverständlich. Welche Zimmernummer war es? 217, sofort. Einen Augenblick. Ich möchte morgen für 6 Uhr gedeckt werden. Um 6 Uhr, Zimmer 105. Zimmer 105, bitte schön, 6 Uhr. Ja? Nein, ich bedauere sehr, mein Herr. Frau Maria Dahlberg ist hier noch nicht eingetroffen. Ja. Dann werde ich noch etwas fragen. Wie Sie wünschen, mein Herr, selbstverständlich, sehr gern. Nein, bedauere. Frau Maria Dahlberg ist noch nie eingetroffen. Herr Doktor, hier ist Post für Sie, bitte schön. Nee, Frau, einen Augenblick, bitte. Bitte, bitte, meine Frau. Aber selbstverständlich. Nein, Frau Dahlberg ist noch nicht eingetroffen. Ich Halle selbstverständlich können Sie machen, Frau. Sehr gut. Ja, bitte. Hallo, Parkhotel? Nein, Frau Dahlberg ist noch nicht eingetroffen. Nein, nein, danke schön. Ich bringe Ihnen noch sein Zimmer. Bitte. Na, welche Zimmer nochmal, bitte schön. 318. Ein Augenblick, bitte. Falls jemand nach mir fragen sollte, ich bin in einer Stunde zurück. Sehr wohl, welche Zimmer? 88, bitte. 88 in einer Stunde wieder zurück. Sehr gut. Wo kann ich Ihnen gehen, Frau? Oh, verzeihen. Hallo, Parkhotel? Nein, ich bedauere, Frau Dahlberg ist noch nicht eingetroffen. Nein, bestimmt nicht. Ich bin zum Verzweifeln. Bitte? Dahlberg. Frau Dahlberg ist noch nicht eingetroffen. Das habe ich aber eben im Augenblick gesagt. Nicht. Ja, Halle? Sehr wohl. Sofort, jawohl. Zimmerrechnung für 236, aber schnell, bitte. Also, wie gesagt, Frau Dahlberg ist noch nicht eingetroffen. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Ich muss es ja wissen. Schließlich bin ich doch hier der Empfangschef. Ich muss es ja auch wissen. Schließlich bin ich ja Maria Dahlberg. Sie sind? Sie sind? Ich bin. Ich bin. Aber ich möchte nicht erkannt werden. Sehr wohl, Frau, ich verstehe vollkommen. Nee, Frau, wir freuen uns außerordentlich, Sie hier im Parkhotel begrüßen zu können und werden alles tun. Wie außerordentlich Sie sich gefreut haben, das habe ich eben bemerkt. Das dürfen Sie nicht missverstehen, nee, Frau. Aber sehen Sie mal, das geht schon den ganzen Tag so. Frau Dahlberg ist noch nicht eingetroffen. Frau Dahlberg ist noch nicht eingetroffen. Frau Dahlberg ist noch nicht eingetroffen. Und das wird auch so bleiben. Was? Parkhotel? Frau Dahlberg? Ist noch nicht eingetroffen. Ist noch nicht eingetroffen. Dankeschön. Ich möchte nämlich heute wirklich nicht mehr gestört werden. Jawohl, nee, Frau, sehr gerne. Ja, aber die Herrschaften. Welche Herrschaften? Die Herrschaften dort in der Halle. Die erwarten Sie alle sehnlichst. Ach du meine Güte, das kommt ja gar nicht in Frage. Ja, aber was soll ich dann machen? Das überlasse ich Ihnen. Sehr gütig, Eva. So, darf ich Sie bitten, sich jetzt hier einzutragen, ja? Hallo, unter dieser Nummer bin ich zu erreichen. Jawohl, bitte Tümmler, Professor Tümmler. Sind die Herrschaften für Ihr Zimmer? Nein, doch nicht. So, dann möchte ich eine Nachricht hinterlassen für Fräulein Tümmler. Ja. Kann ich bitte einen Bleistift haben? Bitte gehen Frau Zimmer 209. Ich will Sie hinaufführen. Nein, nein, lassen Sie nur. Das fällt nur auf. Ich gehe schon allein. Und bitte lassen Sie mein Gepäck hinauftragen. Und vergessen Sie nicht, ich bin heute für niemanden zu sprechen. Gute Nacht. Gute Nacht, Frau Dahl. Dahl, Dahl. Da links ist der Fahrstuhl.